Guten Morgen. Der große Tag ist heute. Der große Tag ist heute. Anouk geht wieder zur Schule. Oh, 1 Uhr müssen wir sie wieder abholen. So ein halber Tag, glaube ich. Normalität kehrt ein und dann bin ich ja noch mehr müde. Und habe noch mehr Augenringe. Ja, genau, Augenringe. Meine Güte. Ach, hör doof, hör doof. Mama weiß gar nicht, was sie sagen Manche soll Leute jetzt. essen halt sehr ungesund. Und das ist dann gesünder, als wenn sie halt diese fetten Aha. Burger reinhauen. Das ist also gesünder als. Mann, nein, so mein. Ach, Ist ja Tommy. interessant. Das ist auf alle Fälle ist sie vegan. Steht schon mal drauf. Ja, vegan Ja, ist. vegan. Wie sieht denn das Pulver aus? Pulverig. Ah, sieht nach Mehl aus. Ja, ein bisschen unscharf, was? Willst du auch, Tommy? Was soll das heißen? Findest du meine Figur nicht mehr schön? Nur Ja. willst du auch? Na gut, dann nehme ich auch. Das ist eine vollwertige Mahlzeit. Mehr darf ich heute nicht Doch, essen. das ist schon ein Frühstücker. Ja. Geht's eh? Also 12.55 Uhr bis 13.05 Uhr muss Anouk abgeholt werden. 10 Minuten sogar nur Zeitfenster. Da müsst ihr früher da sein. Ich ist das so knapp. Ja, jetzt haben wir's. Was hast du denn da? Mein Gott, guck mal hier, das nervt mich seit Ewigkeiten schon. Dass der so verdreht ist? Ja. Wie ist denn das passiert? Das war schon so. Hab ich schon so gekauft. Aber es geht überhaupt nicht. Ja, wie kann denn sowas passieren? Na, die haben das mal falsch zusammengeschraubt. Wieder. So. So, das ist das gerade. Endlich! Oh, da finde ich alles rau. Das ist halt rostig hier. Deswegen geht es so schwer raus. Jetzt wieder schwer rein. Das machen wir draußen. Ja. Bis dann. Ja, genau, genau. Genießt den Frieden, sagt er. Digga, deine Mutter Elefant. Hast du nicht gehört, ohne was er gesagt hat? Genau. Was Stress lassen wir hier? Hände waschen. Bis sie sauber sind. Hände waschen, muss ein jedes Kind. Ist das deine erste Melone? Nee, hätte ich schon mal gewesen. Aber im Netz. Ach stimmt, eine Netzware war das. So lecker. Frühstück. Willst du den Dorn ab, der Computer? Ja, willst alles weg? Ich war schon über die Hälfte durch mit schnellem Herzprogramm weg. Alles nochmal schneiden. Ich zieh erstmal runter, instruiere Achim kurz. Und dann bin ich wieder hier. Ja. Gefahr, Gefahr! Gefahr, der Virus kommt drin. Jetzt war ich gerade am Schneiden von gestern, dieses Schöne, hab mir das alles nochmal angehört, was der so gesagt hat, die Blubber. Ja, mit dem Jordan ab und so. Und dann stürzt der Computer ab. Jetzt kann ich alles nochmal schneiden. Mann. Hallo. Moin. Ich habe gestern Abend angerufen, ja. In dem roten Peugeot. Ja. Ja, genau. Ja. Siehst du? Ja, er hat angerufen wegen dem roten Peugeot. Ja. Foto hast du ja runtergeschickt gehabt, wa? Ja, bei Dings. Genau. Ins eBay. eBay Kleinanzeigen. Ich habe noch ein paar andere Fotos. Ich habe ihn auch selber. Ja, zeig mal, du hast es ja zusammengewurstet, das Ding, wa? Ja. Ich habe das auch online gestellt. Du wolltest es verkaufen? Ja, und am nächsten Tag war das weg.
Das war das Spiel. Und ich habe eingestellt, das war um 1:56 Uhr nachts. Ich eingestellt. Du hast also gestern Morgen habe ich reingestellt. Ja. Ich bin aufgestanden und da war er weg, dann habe ich wieder gemacht. Ja, aber was hast du? Das war richtig blöd. Ich habe so ein Billigschloss lang gemacht, keine Ahnung. Und für wie viel willst du denn verkaufen eigentlich? Ja, 180 oder 150. Das ist ja nicht top in Form. Nee, das ist jetzt nicht. Gut, ich hol's mal. Ja. Du, wir haben ja hier eine Kamera laufen. Ist das okay, wenn nicht denn? Ja? Ja, nicht. Ja, weil das ist eben ganz gut, dass sie. Nee, ist sogar auch. Leute sehen ja auch, dass es dann alles legal ist und so. Ja. Das ist immer ganz cool. Das war auch wirklich sehr. Ey, es war total geil. Du kannst dir nicht einfach. Wirklich so geil von euch. Du kannst dich auf YouTube angucken. Ich bin gerade am Schneiden von dem von gestern. Das Gespräch habe ich drauf. Von dem Typen. Ja. Du kannst mich auch aufnehmen, aber zensieren vielleicht. Ja, das ist ja kein Problem. Ja. Aber das war so geil, ich weiß nicht. Ich guck mir das Foto an, ich sehe die Pedale hängt da. Ich sag niemals, in Deutschland ist noch. Weißt du, was das Geilste war? Alle wollten ein Rad fahren. Also, weil meine Frau hat ja zuerst reingestellt, weil du musst ja eigentlich einen Preis schreiben. Oder eben zu verschenken. Also hat sie zu verschenken gemacht, aber in der Beschreibung stand ja, wer vermisst. Und alle so, ja, ich nehme das Rad, das war so viel. Sie sagte, das ist der Hauptmann gerade. Ich habe mich so gefreut, ja, dass ich das gesehen cool. habe. Freut mich, ich hol's mal. Ja, siehst du, kann man sagen. Also, 180 Euro könnt ihr dann alles rufen hier, den Rad. Aber müssen wir noch ein bisschen was dran machen. Was haben Sie gezahlt für das Rad? Gar nichts, ich habe ihn abgenommen, Mann. Das finde ich wieder klauen. Warum schaffen die halt? Ehrlich gesagt, ich habe keine Hoffnung. Ich bin zum Zeitungsland gegangen, gegenüber von mir. Ich meinte, hast du eine Kamera draußen, wenn du abschließt? Ja. Er meinte, nein, nur drinnen. Das ist so eine Lücke. Ich meinte, nur drinnen. Ich meinte, sehr schade. Ja, mein Fahrrad ist weg. Stell dir vor, es ist so dumm, der Typ, und stellt das in eBay rein. Und dann sehe ich diese Pedale. So, hast du gedacht im ersten Moment? Stand da noch zum Verschenken oder war schon der Preis? Da war 5.000 Euro. Da war Preis, 5.000 Euro. Ja. Da habe ich schon wieder Jackpot, ich habe ihn erstmal gefunden. Ja. Auf Verkauf oder was da drauf steht, da habe ich mich erstmal nicht interessiert. Jackpot, der ist noch da. Dann habe ich gelesen, wow, cool, ich bin ein Mensch. Dann habe ich angerufen. Ja, das stimmt, aber ich hatte gerade noch zu tun. Ja. Ich habe das dann hinterher gesehen, oder bin ich gerannt? Ja, keine Ahnung, ich würde auch Handschlag machen und so, aber jetzt bin ich vor Ort. Das ist cool. Ich danke euch vielmals. Cool. Danke, dass ihr mich hier seid. Ich habe nur einmal dafür. Ich habe auch so ein Axa-Schloss und ein Abschloss, aber ich hatte ihn angeschlossen mit so einem Billigschloss. Ja. Auch so ein bisschen dick aussieht, aber halt bin ich. Ja, aber hat es aufgeregt. Hast du den Schluss gefunden oder was? Ja, ich wollte sehen. Kannst du sagen, du Papa, ich bin doch gut, wenn ich dann verliebt. Ja, danke vielmals. Ja, bitte, kein Problem. Ciao. Bitte. Hey, wow. Auftrag erfüllt, Mission abgeschlossen. 20 Euro Trinkgeld dafür für die Aktion. Geil. Gerne sehen. Das ist wenigstens unser Taschengeld ist drin heute, also unser Fressgeld. Ja. Und so. Geile Nummer, freut mich. Und es geht schneller als bei der Polizei, wenn man das so macht tatsächlich. Weil bei der Polizei ist es Riesenaufriss für die Polizei und für, ne, deswegen. Da hätte er gerade jetzt nicht zurückgekommen. Das hätte erstmal dann U und A und O freigeben. Ja, das dauert mindestens 6 Monate. Ja, ja. Also so ist ganz geil gelaufen. So Bremse ist eingehängt. Schlauch ist drin. Junge Frau, Sie können Ihre Runde beenden. Ach, na gut, aber wir. Also wenn der Kollege kommt hier mit Überprüfen, wenn es nur Überprüfen, Checken, Einstellen, 5er pro. Ja, hier ist der Achim aus dem Fahrradladen. Ich bin fertig, ich kann es abholen kommen. Geil, Bike Repo abgeschlossen. Ich find's geil. Oh, das finde ich gut. Oh, ja, das finde ich gut.
Daumen hoch dafür. Ey, und wenn ihr einen Daumen runter macht, ey, ihr kriegt euer Rad nie zurück von mir. Ich verbrenne euer Rad persönlich, Alter. Wenn ihr da einen Daumen runter macht, Daumen hoch. Mal gucken, ob es dem Tommy auffällt. Ja, auch okay. Aber das ist ja wie neu. Ja, hey, komm. Das ist auch meine Arbeit. Das ist ja, ja nie gefahren. Bis auf... Ist alles unedles Zeug. Das ist nie gefahren, richtig. Bremse funktioniert. Kein Spiel im Tretlager. Definitiv Luft. So, jetzt machen wir mal. Also runterfallen tut es definitiv nicht. Und überspringen tut es auch nicht. Gut. Ah, oh, zu definitiv Bremszug tauschen. Ja, und zwar beide. Das kann kein Kind bedienen. Also Schaltzüge sind auch schon angegammelt. Anrufen und Bescheid sagen, dass man es nämlich gleich macht. Ja. Schaltzüge sind. Schaltzüge sind natürlich auch rostig, aber die laufen jetzt, ne? Aber Bremszüge kann kein Kind bedienen. Das kann er eh kaum bedienen. Nee, deswegen, also Bremszüge sind zu machen. Da muss man anrufen, Bescheid sagen. Und ansonsten, was soll immer noch? Ja, na, Luft. Luft halt. Das ist ganz wichtig. Bei dem anderen hast du aber nur Luft aufgepumpt, bevor es weggehen und so. Ja. Ja. Ja, ich bin wieder da. Anuks erster Schultag nach der Corona oder in der Corona-Zeit. War ganz erfolgreich. Hier bauen wir noch einen Schnellspanner ein. Der Schnellspanner um bei dem Laufradsatz auf so ein Sicherungsset, so ein einfaches, aber kein Pitlock. Und diese Pitlock-Video mache ich auch noch, versprochen. Natürlich ist ja auch Ehrensache. Klar. Fertig, Anruf. Ja. Ich sage, du, hier ist der Fahrradladen. Dein Fahrrad ist fertig in einer Stunde. Kannst abholen. Dann sagt sie, aber ich habe mein Fahrrad doch noch gar nicht zu euch gebracht. Hä? Ich sage, aber du hast mir doch hier deine Nummer aufgeschrieben und das, dein Fahrrad ist doch hier das Rad, was hier mit Antrieb einmal alles und so. Ja. Ja, bei mir muss auch viel gemacht werden. Mein Fahrrad steht noch im Keller. Das wollte ich mal zu euch bringen, aber es steht noch im Keller. Hä? Ich sage, wie kann denn das sein? Ich sage, aber du bist doch Daniela. Er sagt, ja, das ist mein zweiter Vorname. Aber, und ich sage, du hast die und die Nummer. Ja, die Nummer stimmt. Und du hast ein Pegasus-Rad. Nee, Pegasus-Rad habe ich nicht. Und bei mir ist auch nichts mit Antrieb zu machen. Und so. Und ich sage, das ist ein Ding, wie kann denn das jetzt sein? Ich sage, bist du auch aus Berlin? Ja, ich wohne auch in Berlin. Aber in Pankow. Ich sage, wie in Pankow? Hä? Ich sage, wie kann denn das sein? Ich sage, naja, jetzt haben wir hier ein Rad. Und mit der Nummer. Und sie waren auch nicht bei uns. Nee, ihr seid ja auch nicht der Radladen in Pankow, oder wo ich denn immer hinkomme. Ja, oder? Nee. Eine Frau mit der Nummer, sie hat wahrscheinlich hier einen Zahlendreher drin irgendwo. Mhm. Obwohl ich mir der nicht, vielleicht kannst du das nicht richtig lesen, nix. 0177? Jetzt habe ich sie jetzt. Die kommt doch nie wieder hier vorbei. Zäh. Zettel, was sind denn? Schmeiß den Zettel in den Korb. Na, da war er ja. Ich muss doch machen. Nur Kappa. Und Laufradsätze. Bei dem hier. Ja, was ist denn da überhaupt? Also, das ist auf jeden Fall erstmal die falsche Kette. So fängt das erstmal an. Wieso? Das ist eine HG. Ja, und?
Es gibt aber keine Steighilfen am Kettenblatt und am Ritzel. Ist doch scheißegal. Naja, scheißegal. Er kommt irgendwann. Ja, aber ist doch klar. Du kannst ja keine, wenn die eine neue Kette irgendwann hochmachen, ist das so. Genau. Aber das ist doch auch keine Shimano. Das ist doch irgendwas ein Billigding. Keine Ahnung. Was ist das? Illuminati? Was? Was steht da? Cavio? Mavic. Mavic! Mavic, genau. Das habe ich auch gelesen. Cavio. Auf dem Kopf. Mavic. Eine Mavic? Aber die hat doch keine gefrästen Flanken. Also insofern ist das schon okay. Die Kette. Ja. Na gut, wenn du das sagst. Ich wusste ja nicht, dass Mavic Ketten baut. Ich auch nicht. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Aber das stand auf dem Programm, wa? Ja, steht okay. Auf dem Zettel. Belege sollen auch gemacht werden. Ach, ist ja auch geil. Was ist denn das? Was ist das für eine Shimano-Serie? Shimano. FB. Aber das habe ich ja noch nie wahrgenommen, so. Mit dünnen Flansch. Noch nie wahrgenommen. Was ist denn das für eine... Wie ist die überhaupt eingespeicht? Naja. Hammer, oder? Ist das vorne ein Satz? Nee, vorne ist normal. Will ich wissen. Da ist jemand neugierig. Ja, na sag mal. Muss doch sein. Nicht mal die Art vom Abzieher. Na, das sind zwei Kettenpeitschen. Ach so. Wie weit ist das? Da steht nicht. Shimano FB. Nicht weiter. Keine Bezeichnung, nicht. Was für ein geiler Flansch. Ja. Zwei Flansche eigentlich. Ja. Na, da musst du beim Einsprechen aufpassen bei dem Ding. Der ist richtig. Der ist auch nur zweifach gekreuzt. Na, und auch noch falsch. Ne, weil die Richtung. Jetzt kommen ja alle in die Richtung raus. Alle. Ja. Einmal, zweimal, Ende. Ja, sag mal, zweimal gekreuzt. Noch nie gesehen. Ich auch nicht. Wo sind die Kamera? Ist da noch an. Hier. Wollen wir mal zeigen. Ich habe diese Speicherung in der Art noch nie gesehen. Alle Speichen kommen nach außen, gehen für den Außen lang. Und der Name Flansch, der ist. Ja, der ist so ausgefräst. Wer kennt diese Shimano? Na, aber es ist Shimano. Zumindest steht es drauf. Offensichtlich dreiteilig. Eine dreiteilige Shimano. Oder zwei Teile. Nee, drei. Eins, zwei. Aber hier ist nichts. Doch, dreiteilig. Dreiteiliger Namen. Körper. Und hier so dieses versenkt und habe ich noch nie gesehen. Finde ich aber cool. Finde ich gut. Das finde ich geil. Wieder was gelernt. Ich weiß was immer noch nicht, was das ist, aber ist ja ein Ding. Noch nie wahrgenommen. Gehört eigentlich in eine Sammlung. Was ist das für ein Rahmen? Da steht da oben drauf. Benotto. Ach, schau an, Benotto. Ben und Otto. Kurz, Ben Otto. Deutsche Firma, wa? Und ich dachte mal, ich wäre ein Italiener. Ja, aber Ben und Otto? Ist nicht. Naja, gut. Was ist noch passiert heute? Der Thorsten ist sauer auf mich, weil ich ein böser Mensch bin und ihm irgendwelche Fahrradteile oder was hier vorenthalte oder was. Meint er, glaubt er oder so. Dabei weiß ich einfach nur nicht, wo das ist. Keine Ahnung, ist weg.
Untergang in meinem Imperium, was ich schon tausendmal gesagt habe oder versucht habe zu erklären, dass wenn ihr irgendwas ein Jahr, zwei Jahre fast liegt oder anderthalb Jahre, dass das auch schon mal sein kann, dass man eben nicht mehr sofort weiß, wo es ist. Na, außer es handelt sich vielleicht um ein ganzes Fahrrad. Außer ein ganzes Draht, ja. Jetzt irgendeinen Lenker sucht er jetzt. Jetzt sucht er gerade irgendeinen Lenker tatsächlich. Ich meine, hier klemmen überall Lenker. Da klemmt der auch einen Lenker. Da ist einer. Wo ist einer? Da. Da ist auch einer. Da, da ist er doch. Da ist er doch. Da, Thorsten. Da ist der Lenker. Ich hab's nicht weg. Da muss er halt mal selber gucken, was ist denn los mit dem? Ist er bekloppt oder was? Man nervt mich und dann streitet der sich mit mir rum. Hier ist der Lenker. Da ist der Lenker. Da, ich hol ihn raus, hier. Da ist der Lenker, den hat er gesucht. Da muss er selber mal gucken. Den Rahmen hat er ja auch selber gefunden. Dann hat er einfach rausgegraben hier. Wo ihr merkt, obwohl er mir eigentlich alles mal geschenkt hat. Hat er gemeint, ja hier, bin im behalt. Hier ist der Lenker. Und da ist deine komische Sattelschütze. Hol sie dir ab. Und dann bitte nicht nochmal wiederkommen. Weil so eine Schreitereien kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn ich weiß, wo es ist gerade und zu tun habe mit anderen Leuten, dann kann ich mich nicht um deine Belange kümmern. Und vor allem nicht um sowas. Denn das geht mir auf den Sack. So, hier oben auch, ist ja auch von ihm, das Tier. Das hat er auch hier hinten einfach mal hingehangen. Ah ja, irgendwann mal verkaufen. Ja, toll. Will ich aber nicht. Ich will meine Sachen auch verkaufen. Ich will nicht tausend Sachen von tausend Leuten hier haben. Mit interessiert mich gar nicht, ey. Muss er doch gucken. Woher soll ich das wissen? Dann habe ich seine Hand. So. Ist ja auch verständlich, oder? Kann man ja auch nachvollziehen. Irgendwann hat man keinen Bock mehr auf so einen Scheiß. So eine Kinderkacke, Alter. Oh, mein Lenker, mein Lenker. Oh. Bezeichnet mich hier noch als Gauner oder was? So ein Schwachsinn, so ein Kacklenker, ey. Interessiert mich in feuchten Kehricht. Ey, du, lass dich nicht um mich sitzen, du. Mein lieber Freund, hol ab! Ja, was soll denn da? Der Riesenfass da aufgemacht, los. Ich war ja nicht rum. Ja, Riesenfass bei ihm aufmachen ist ja auch nicht laut. Das ist ja sehr gestenreich. Gestikuliert da um die Wette. Ich dachte, was ist denn du? Der Haken will meine Jacke nicht loslassen. Gut, Thorsten, abholen deine Sachen auf alle Fälle, bitte. Ich bitte dich darum. Und dann ist das auch wieder okay, alles. So. Und morgen sehen wir weiter. Und vielleicht ist ja morgen die Rikscha so ja verkauft. Wird die abgeholt. Da will er nochmal ein Fahrtraining machen. Heute hatten wir schon eine Kundin hier, die hat mit ihrem Freund zusammen Fahrtraining absolviert. Weil es ist ja auch nicht so einfach auf so einer Rikscha. Wenn man sowas noch nie gefahren ist. Und tatsächlich glaube ich, das hat ihm Spaß gemacht. Sag mal, jetzt fällt mir ein, hast du ihm den Schlüssel mitgegeben? Den schwarzen von dem Rennrad? Habe ich den mit dran gehabt? Ich wollte den nämlich eigentlich noch mit irgendeinem Gummi da dran machen. Aber ja, so ist das eben. Man geht das runter, aber dann kommen die nächsten und die nächsten und die nächsten. Und genau das ist denn, darauf habe ich keinen Bock. Ja. Ich will nicht mehr so abgelenkt werden von allen. Feierabend! Also, wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Mal gucken, was morgen passiert.